Wir wollen mehr Demokratie wagen. Du must remember this. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Der Stichtag. Die Chronik der ARD. 20. Juli 2011. Heute vor 10 Jahren wurde die Grabstelle des Hitler-Stellvertreters Rudolf Hess aufgelöst, um dort Aufmärsche Rechtsradikaler zu verhindern. Jens Otto. In aller Frühe machen sich die Bestatter an die Arbeit. Die Sonne wird erst in knapp 1,5 Stunden aufgehen. Bei Nacht und Nebel ist er neigraum worden und bei Nacht und Nebel ist er wieder rausgekommen. Bei Nacht und Nebel war Rudolf Hess bestattet worden, wie sich dieser Einwohner der kleinen Stadt Wunsiedel in Oberfranken erinnert. Unter ähnlichen Umständen kam er jetzt wieder heraus. Für das Grab des fanatischen Nationalsozialisten und ergebenen Hitlerbewunderers war die reguläre Pachtzeit abgelaufen. Seine Nachfahren entschieden sich gegen eine Verlängerung, erklärt Peter Seisser, Kirchenvorstand der Gemeinde. Da kam dann die Familie mit dem überraschenden Vorschlag, bereits am nächsten Tag hier diese Exhumierung durchzuführen und damit dieses Thema so schnell zu lösen. Hess sterbliche Überreste werden verbrannt und auf See bestattet. Zeitungen schreiben vom Ende einer Belagerung dieses Wallfahrtsorts für Neonazis. Ja, Gott sei Dank. Das ist eine schwere Hypothek für eine kleine Stadt. Vielleicht wird dann Ruhe, wenn er weg ist. Vielleicht kommen sie dann nimmer, was ja Wunsiedel auch will. Als Wunsiedler bin ich sehr erleichtert. Wir hatten ja jahrelang das sehr damit zu tun, mit diesen Hess-Gedenkmärschen. Rudolf Hess ist während der NS-Diktatur Stellvertreter Adolf Hitlers, Reichsminister und 1945 einer der Angeklagten im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher. Dort leugnet er seine Schuld. You must plead guilty or not guilty. Rudolf Hess. Nein. Er wird zu lebenslanger Haft verurteilt. 1987 begeht er im Kriegsverbrechergefängnis Spandau Selbstmord. Kurz vor seinem Tod äußert er noch den Wunsch, im Familiengrab in Wunsiedel bestattet zu werden, obwohl er nie in der Stadt gelebt hat. Dort beginnt damit der braune Spuk. Also es hat jeder eigentlich gedacht, das wird nach 1-2 Jahren Ruhe einkehren und es wird sich niemand groß drum kümmern. Das war eigentlich der Ansatzpunkt. Da hat sich Ex-Landrat Peter Seisser aber geirrt. Hess Todestag im August wird ein wichtiges Datum im Wunsiedler-Kalender. 1987 belagern Neonazis tagelang den Friedhof, um Hess Beerdigung nicht zu verpassen. In den folgenden Jahren kommt es immer wieder zu Gedenkmärschen und auch zu Gegenprotesten. Mittendrin Karl Willi Beck, Wunsiedels Bürgermeister. 2004 wird er laut Medienberichten zum ersten CSU-Politiker, der jemals an einer Sitzblockade teilnimmt. Wir müssen ein Zeichen setzen, das muss aufhören, es muss wieder unsere Stadt werden. Und ich sage, es ist 5:12 für unseren Staat, wenn die Richter meinen, dass sowas ganz normal wäre. Aber nun ist Hess Grab weg und damit auch die Anziehungskraft, die der Ort auf Nazis ausübt, von wegen. Im August 2011 wollen Rechtsextreme wieder in Wunsiedel aufmarschieren. Wenige Tage, nachdem der norwegische Rechtsterrorist Anders Breivik mehrere Attentate verübt hat. Bürgermeister Karl Willi Beck ist bestürzt. Was heute hier in Wunsiedel passiert, angesichts der Geschehnisse in Norwegen, das ist menschenverachtend in einer Dimension, wie wir es bisher noch nicht erlebt haben. Und ich persönlich sehe das auch als Versuch eines Anschlags auf unsere Demokratie. Jahr für Jahr kommen die Rechtsextremen wieder. 2020 fällt der Gedenkmarsch nur wegen strenger Corona-Auflagen aus. Gegenprotest gibt es trotzdem. Für Toleranz und Menschenrechte gehen Bürgerinnen und Bürger auf die Straße. Wunsiedel führt ihn immer noch, den Kampf gegen die Nazis. 10 Jahre, nachdem das Grab von Hitler-Stellvertreter Hess aufgelöst wurde. Der Stichtag. Die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur. Produziert von Radio Bremen.